Grüß dich, es freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Also halt, mir hat eine Dreiviertelstunde gefehlt, das konnte ich auch nicht zumuten, wollte ich auch gar nicht. So sitze ich jetzt quasi zum Glück an meiner Familie. Das ist jetzt Pokémon aufzählen. Ja, gut. Wieder mal rüber aus, ich bin auf jeden Fall ein männlichen Charakter und heiße. Wie man ihn jetzt Blendname und Kanalname wohl vermuten lässt. Aha, das ist wirklich so. Ja, wer mich kennt, wer meine Pokémon-Let's Plays kennt, weiß, dass ich meinen Rivalen immer noch meine besten Freunde nenne, dass ich quasi so jetzt wirklich ist. Usus und beispielsweise ist es genau die Sache bei Pokémon. Schwert und Schild kann ich es nicht machen, da war ja der Rivalen aber hot, der war ja schon voreingestellt. Kann ich halt nicht machen. Jetzt geht's auf jeden Fall. Ja, das ist eine kleine Stimme auf dem Artwürde zum Silber, aber den Silber glaube ich, das bedeutet gerade, dass wir hier mal ein Museum sind, was für die Dukat der Radiotour. So, gut. Damit werden wir auch schon in unsere Wunderausstattung angelangt. Die Sondersonne suchen nach dem roten Gerade, das wurde präsentiert von TubeShot TV. Bis nächste Woche wieder. Ja, liebe Leute, und da sind wir mit unserem kleinen Spazier. Wollen wir die große Welt der Pokémon in Sinnoh-Union erobern? Abenteuer erleben, groß und stark. Freue ich mich, dass ihr mich damit begleitet auf dieser Reise. So, was ich natürlich mal anfangen wollte, ist jetzt mal wieder gucken. Du hast ja wieder auf dem PC. Grundfest in Pokémon in dieser Welt, die Bildschirm Pokémon der weiteren Seite. So, liebe Pokémon. Gut, aber was ich jetzt erstes noch mache, ist natürlich erstmal diese Runde umstellen, und zwar auf 6er Wurf, die 8 muss ich nehmen, die Box automatisch, ist ein Fall immer raus, das ist da automatisch speichern immer raus, ich spiele die Zeige immer raus. Passt das. So. Ja, ich habe auch schon mal Gedanken gemacht zu dem Team. Da freue ich mich drauf, dass wir jetzt mal eine kurze Weile dauern, dass wir mal aufbauen. Und zwar gibt es ein Team, das wird wahrscheinlich gut. Also wir werden ein Team arbeiten, das wir jetzt vorpassen. So, da steht ein neues Team, und das Switch, wo wir alle auf der Switch, die habe ich ja auch. Aber ich weiß nicht, wie es mir wollte, aber er meinte, es wäre drin.
alle zusammen. Herzlich willkommen zusammen zum Wettbewerb. Der Show Star, dieses Lukas-Wettbewerb. Ein fantastischer Auftritt mit einem von Lukas. Das war's heute auch schon. Bis zum nächsten Mal. Oh mein lieber Scholli, du bist schon keine Grenzen. Nein, du kannst es bedeuten, auf der ganzen Welt spielen. Das ist völlig klar. Bei der Pokémon-Fachstätte. Heute wollen wir ein wildes Pokémon genauer von mir bringen. Ah, da hätten wir uns jetzt ein wildes Roselia. Ist das weiß ich? Mag ich sein. Ja, ist aber real. Und heute mal hier. Aua, mit Finger. Also soll ich gleich kratzen. Also gut. Wilde Roselia. Roselia können also einen Gipsicht tragen. Vielen Dank, Roselia. Hier sind deine Geschichte. Aua, sind wir schon wieder gekratzt. Natürlich habe ich es geschafft, den Pokémon-Fahrer zu nutzen. Sehen Sie mich. So, wir sollten auf die Hand gehen, weil unser Rival ist vermutlich nach oben gegangen. Ah, ich nehme besser mein Deutsch und meine Abendkunde. Okay. Gut, wir müssen auch zurück. Ich bin schon mal vor. Jetzt kommt zurück. So, die Leute sind schon ziemlich. Okay, ja. Jetzt sind wir uns mal die Lose eigentlich im Spiegel verkehrt. Also nichts genau das gleiche wie bei uns. So. Ja, dann haben wir ja zwei Blöcke auf einmal abgearbeitet. So. Da ist es. Oh, der 211 sind wir jetzt. Sag mal.
Du hast auch den Bericht im Fernsehen gesehen, oder? Na schon, die Suche nach dem roten Garrett und so. Die kleine Versichtung des Mittelpunkts am See. Also ich habe ich mal eine Idee gemacht. Bitte, mit dir, wenn es am See ist. Weißt du was, was wir jetzt machen? Sie los zu tun. Wir sind am Wahrheitsufer. Alles klar, auf zu sehen. Okay.
erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Stimmt das? Zeig mir bitte mal. Wir machen es hier lassen. Tja, ich geh zu. Ja, gut. Hoffen Sie, hatten Sie gut. Ja, dann müssen wir wieder mal unsere Helfer machen. Bis dann. Lass es doch mal sehen. Was gibt es denn, mein Schatz? Es ist ja kaum zu glauben, was da passiert ist. Auch damit du glaubst, dass der Professor in der Lage ist. Das ist auch schon ein Professor Pepper, also ein Gamma. Ich habe ja gehört, er sei berühmt für seine Studie. Andererseits gibt es auch Gründe, wonach er ziemlich einschüchternd sein soll. Ich finde, sollte sich unser Gamma eine Besucher kommen. Ich werde es ihm dann erklären. Warum er jetzt alles möglich ist, sein Pokémon zu bauen. Hat er keine Sorgen. Sicher verstehen wir es für dich. Ach, aber jetzt. Ach, was für dich. Jetzt sind wir mal. Die Tonträger! Uns auch empfehlen. Jetzt glaube ich gerade nicht mit dem Stick, sondern mit den Teiltasten. So, jetzt können wir mal zwei Wörter auf der wir haben einen Super, wir haben einen Pokémon. Hochklettern. So, wir sind jedenfalls in St. Gemma angekommen und treffen wieder mal auf Lucia. Ah, da bist du ja. Komm mal bitte mit dem Professor rein. Der ist ja. Und wir hören ja schon. Das ist unser Pokémon. Ja, ich muss mir drin zeigen, wie es dann geht. Dann hat man. Achso.
zugetragen. Dafür, dass es eine erste Kampfphase ein bisschen sehr gut geschlagen hat. Zudem wurde ich deutlich das Band zwischen dir und deinem Kopf geführt, auch wenn es noch nicht befestigt ist. Deshalb ich es jetzt nicht vertraut. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du so eine Superpower hast. Gebäude mit dem roten